Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde oder mein lieber Freund. Ja, wir wollen Robert befreien. Ich weiß nicht wie. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich will da auch noch nicht raufdrücken, irgendwie. Hey, ihr habt doch sowieso nichts zu tun. Ich muss euch noch mal was fragen. Okay, Robert. Ach so, guck mal hier. Die sind noch ausgegraut, diese neue. So, Okay. Leute, ich habe euch euren Kollegen zurückgebracht. Könnt ihr mir jetzt vielleicht helfen, meinen Kollegen zu befreien? Was? Siehst du nicht, dass wir hier trauern? Wie pietätlos. Sag mal. Seine Leiche ist noch nicht einmal kalt. Sag mal. Er ist ein Schädel. Seine Leiche ist nicht mal mehr da. Ach, Simon. Das bringt einfach nichts. Ja. Also, laut dem Dicke hier unten sind die seit letztem Dienstag da. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Die sind alle total vertüdelt, weil der ist ja schon echt nur noch ein Skelett. Okay, da helfen sie uns nicht. Was ist mit dem Hey, ist das Kollegen? nicht schön, dass ihr wieder zusammen seid? Ja, es ist fast wie früher. Nur dass Simon jetzt, naja, weniger lebendig ist. Ah, ja. Oh, mehr geht nicht. Ah, die können mir echt Ich nicht muss helfen, los. ne? Ach, ist Nein. denn? Oh ja, vielleicht. Nein. Ich liebe. Ah, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hoffe, ich kann das bald gebrauchen. Es wird langsam immer schwerer. Aber das wollte ich nicht auseinander Der machen. Zeigestock passt genau in das Ende vom Schilfrohr. Ach, ich wollte das aber. Ach so. Ja, gut. Aber das ist ja cool, dass man es das doch wieder auseinanderfummeln kann. Das ist ja voll Trick 17. Und nun? Baue ich es wieder zusammen. Das macht die Sache nur noch schwerer. Wenn ich das noch auseinander. Brauche ich den denn? Brauche ich dann noch die Einzelteile davon? Ich weiß es nicht. Ah, man kann ihn öffnen. Ach, was? Globushälften? Wow, ich kann sogar das Mechata erkennen. Oh, Hinter cool. dem Brunnen sind Löcher. Cool. Kann ich da jetzt? Ja. Geflickte. Perfekt. Oh. Die Brunnen sind abgedichtet. Kann ich da jetzt ein Moor reinmachen? Ach so. Ich kann nicht einfach rauslaufen. Ich muss ja. Natürlich. Natürlich. Oh, die ist so süß, die kleine Wollmaus. Böse, dass ich sie in die Fallen hätte geschmissen. Dass ich sie in die Fallen schmeißen wollte. Kann ich damit was tun? Eine Schale mit stinkendem Moorwasser Ah. sollte genügen. Und kann ich dir die auf die Birne packen? Ich glaube nicht, dass das gegen eine trockene Stelle hilft. Mann, Ach das wirklich? regt mich auf. Stinkendes, brackiges Moorwasser? Sind Sie sich dann sicher? Nee, aber ich wollte dir gern helfen. Das lässt mir nämlich keine Ruhe. Kann ich hier die Bremsspur mitnehmen? Ernsthaft? Ich sag mal, ja. Hi. Die Welt wird immer dunkler. Was packe ich denn in die andere Hälfte? Trümmer? Mit bloßen Händen kann ich hier nichts ausrichten. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Oh Gott. Nein, das. Ja, was packen wir denn jetzt in die andere Seite? Toll. Ich muss dich noch mal was fragen. Monster. Hey, das. Nee, da Moment, kann mir nicht ich gehe helfen. jetzt. Nach glauben Sie. Wow. Aber irgendwas müsste man ja. Also wir haben Moorwasser, aber Erde, oder nicht? Da hätte ich jetzt gedacht, der Schmodder von der Bremsspur. Ich hoffe, ich rede nicht zu laut, weil irgendwie ist mein eines Ohr. Ich weiß nicht, ich höre da nichts mehr drauf. Vielleicht Erkältung oder so, ich weiß es nicht. Kann ich das dann da jetzt? Da gehört Schlamm rein. Eine Mischung aus Moorwasser und Sand. Das ist ja fast noch dämlicher als Honig. Ja. Und wenn ich den
auseinandernehme. Gutes Beispiel von bringt nichts. Toller. Jetzt zeigt. Zwar nicht in den Wald. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Okay. Da tut sich nichts. Offenbar kaputt. Nee. Nee. Kaputt würde ich gar nicht mal sagen. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Okay, was gibt's denn hier noch? Nein, sie sollen in Ruhe Wiedersehen feiern. Nicht anfassen. Das ist ja... Ein Zelt? Diese Weicheier. Als ich das letzte Mal campen war, habe ich in einem Erdloch geschlafen. Und es hat geregnet. Ja, das bist du, aber das sind nicht die. Nein, das... Genau, was ich gedacht habe. Ich könnte einen Knoten reinmachen, aber ich bin ja eigentlich gerade dabei, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Okay, ich weiß nicht. Die brauche ich nicht mehr. Okay. Kann ich das wieder... Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Kann ich da nichts reinstopfen? Stopf das mal wieder zusammen hier, bitte. Der Zeigestock passt genau. Ja. Ich mach das Ding wieder ganz. Und dann probiere ich jetzt mal was. Schneller da! Nein, das bringt nichts. Keine gute Idee. Gut, dann... Mecker halt rum. Alte Zippe. Schön. Ja. Nein. Schild, Schild, Schild. Was ist denn mit dem Schild hier? Gutes Beispiel von Frink. Das ist auch eine olle Meckerzicke, ne? Wird nicht funktionieren, aber wenn sie es. Okay, ja. Gut. Was ist denn hiermit? Ja, das ist definitiv. Man kann durch dieses Moor was. Nein. Doch. Das Fluggerät scheint nicht mehr ganz flugfähig zu sein. Gut, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Deswegen, gehen wir jetzt nochmal nach oben. Vielleicht kann ich hier noch irgendetwas ausrichten. Ernsthaft? Ja. Warte mal. Nein, das bringt nichts. Warte mal, kann ich von hier unten ihm die Waffe wegnehmen? Oder hier? Irgendwas verdrehen? Aber nett ist nicht gut. Ja, hör auf zu meckern. Ich sollte vielleicht nicht seine Aufmerksamkeit erregen. Das ist ja, also es ist ja echt ein Traum hier. Warte mal. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja, natürlich. Nicht rumblödeln. Na, du bist so kacke, du blöde Kuh. Na, das hatten Gutes wir schon. Beispiel. Nein, hier kann... Gut. Kann ich hier... Ich will es nicht... Ja, aber ich!
will. Kann ich hier was rausnehmen? Ernsthaft? Oh, weißt du was? Ich hasse dich, blöde Kuh. Er ist zwar schwerhörig, aber warum sollte ich ihn reizen? Weil du doof bist. Oder ich. Dieser Trottel. Ich sollte ihn einfach da hängen lassen. Bist du gemein. Ernsthaft? Naja, aber wo kriege ich jetzt den anderen Treibstoff her? Es ist doch tatsächlich jetzt echt hier Verzweiflung, ne? Kann ich noch mehr mitnehmen? Ich schleppe schon genug Moorwasser mit mir herum. Okay, ja, dann ist ja gut. Kann ich... Ich nehme das nochmal auseinander. Hey, eine Goldader. Was? Ach nein, es ist nur Sand. Oh, nein! Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht brüllen. Was? Blöde Kuh. Ja! Ich Sand und Moorwasser. Entschuldigung. Was kann da noch schief gehen? Ich will gar nicht brüllen, ich freue mich gerade nur. Das ist ja wohl frech. Ja, so. Ah, schön. Ich war schon so verzweifelt. Kann ich das jetzt zusammenpatschen? Klobushälft mit Schlamm. Achso, okay. Schlamm. Und jetzt steckst du es da rein. Da gehört Schlamm rein. Eine Mischung aus Wasser. Ja. Fast noch. Okay, dann, Netter Einfall. Wie soll ich ne... Nicht rumblödeln. Ich muss die Welt retten. Laura, ich hasse dich. Betankt und abschussbereit. Ach, jetzt machst du es, oder was? Ernsthaft? Kann ich das wieder zusammenbauen? Der Zeigestock passt genau in der... Ja, auch das wissen wir. Na. Wie kann man den ganzen Tag schlafen? Mal eine Stunde oder so, zwei, ja. Aber der ist ja nur am Schlafen. Das ist ja schrecklich. So, es wurde gesaved. Toll. Meine Güte, sie hat es tatsächlich geschafft. Die Putzfrau hat unsere Maschine repariert. Toll. Denkt ihr auch, was ich gerade denke? Ich denke schon. Ja, Fiona ist ein wunderschöner Name für einen Hund. Ein neuer Wert für unsere Karte. Wie wunderbar. Nun fehlen uns aber noch zwei Werte. Hoppla. Ich glaube, ich muss vorsichtiger auf den Auslöser drücken. Mhm. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Und los. Das hat wohl nicht funktioniert. Okay. Jetzt zeigt sie irgendwo in den Wald hinein. Ich probiere es trotzdem nochmal. Ein weiterer Papierflieger. Mhm.
Kollegen, ich stelle fest... Na? Diese Daten haben wir bereits erfasst. Oh, die Blöd. Nimm das mit. Nicht anfassen. Schnauze. Das ist ja echt mit. Mann. Okay. Wir gehen mal gucken, was sich getan hat. Vielleicht können wir mit dem Herrn Schroff nochmal sprechen. Kann ich den mitnehmen? Oh, ich habe eine Idee. Ich muss dich nochmal was fragen. Muss das sein? Ja. Hey. Papier. Hast du hier zufällig einen Papierflieger vorbeikommen sehen? Weiß, gefaltet, bestehend aus Papier. Ja. Ja? Genau so einen habe ich gerade eben verschluckt. Nee. Warum verschluckst du denn Papierflieger? Sind sie immer so indiskret? Was? War das eine Beleidigung? Na, was soll ich sagen? Papierflieger sind eigentlich nicht meine Leibspeise. Aber ich folge, wie alle meine Artgenossen, einem Impuls, der mir das Fressen von kleinen fliegenden Objekten befiehlt. Das bedeutet? Das bedeutet, ich kann nicht anders. Kannst du das einfach lassen? Ich will die Flieger ja gar nicht essen. Ich meinte das Rumgeschwafel. Hör auf damit, du machst damit Forschungsergebnisse kaputt. Meine Güte, das ist ja schrecklich. Ich unterstütze die Wissenschaft. Das tue ich wirklich. Aber ich kann einfach nicht anders. Dann ist nicht irgendwas anderes. Sehen Sie irgendetwas Fliegendes in der Nähe? Ich könnte dich mit Steinen bewerfen. Ich denke, da passe ich. Okay, also wir müssen jetzt... Ich gehe jetzt. Ach, glauben Sie... Wow. Also, ich würde ihm gern irgendwas geben... Ich darf doch sehen. Ah, Mann, ich würde ihm gerne irgendwas geben, damit er nicht immer irgendwas. Aber wenn. Wir brauchen ja die Daten. Wir brauchen ja die Daten. Ah, ich probiere. Komm, egal. Bevor ich jetzt hochgehe, probiere ich das nochmal. Jetzt zielt sie auf. Gut. Der frisst es bestimmt wieder, oder? Da hilft Reden nicht. Nein. Nein. Nein! Das hat wohl nicht funktioniert. Kacke. Hey, ihr habt doch... Ich habe eure Maschine repariert. Sie meinen geputzt? Arsch. Nein, ich meine repariert. Ich habe den Tank aufgefüllt und den Honig aus dem Rohr entfernt. Also geputzt. Auf jeden Fall läuft sie jetzt wieder. Sehr gut. Könnten Sie dann jetzt mal kurz um das Zelt herumfegen? Alter Schwede, ey. Ist das frech. Ich muss los. Ach, könnten Sie... Vielleicht, vielleicht. Ich liebe Wollmon... Oder? Ihr seid unmöglich. Aerologen, Brille, Zelt... Ich will aber trotzdem rein. Nein, da. Ah, das geht. Wie geht's? Jetzt ist der Pfeil ganz verklebt. Ernsthaft? Ja. Warte mal. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Kann ich das Zeug dem Schroff auf die Birne klatschen? Das wäre ja natürlich mal jetzt, Komm mal her, Laura. Ich muss dich noch mal was fragen. Monster. Hey. Stelle? Und? Ja, juckt fast gar nicht mehr. Danke. Das bedeutet mir viel. Wie viel? Bitte? Na, bekomme ich was dafür? Meine Dankbarkeit. Diese Lache. Ich leg sie gleich in meinen Beutel. Hör auf.
auf damit. Du machst. Meine Güte, aber ich kann. Okay, das hatten wir schon. Ich könnte. Ich denke. Okay. Mir reicht. Nachglauben. Wow. Okay. Ich gucke mir jetzt nochmal die feuchte Stelle an. Jetzt ist die Stirn nicht mehr so trocken. Nie im Leben fasse ich das okay, an. Okay, gut. Vielleicht können wir jetzt den Papierflieger nochmal loswerfen. In der Hoffnung, dass das nicht auffrisst. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass es jetzt klappt. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.